Ein Szenario, wie es in Krefeld noch nie da gewesen ist und es auch hoffentlich in der Realität nie sein wird. Ein Zugunglück mit einem ICE, Waggons entgleisen und stürzen um, zahlreiche Personen werden schwer oder tödlich verletzt. Diesem Szenario mussten sich rund 180 Einsatzkräfte am vergangenen Samstag bei einer Übung auf dem Werksgelände des DB-Ausbesserungswerkes in Oppum stellen. Samstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, auf der Hauptfeuer- und Rettungswache in Krefeld. Eine kleine Gruppe an Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, DLRG, DAK und Malteser besprechen sich. Es handelt sich um die Fachgruppe Information und Kommunikation, welche unter anderem den großen Einsatzleitwagen 2 der Feuerwehr besetzt. Markus Mertens, Brandamtsrat bei der Berufsfeuerwehr, erklärt die Aufgaben der Einheit am Übungstag. Als IOK-Einheit übernehmen wir als erstes den Teil, den normalerweise die Leitstelle übernimmt, das heißt die Alarmierung der Einsatzkräfte, um die Leitstelle jetzt zu entlasten. Im späteren Einsatzverlauf hat der Einsatzleiter dann Möglichkeit, Führungsmittel wie ELW1, ELW2 anzufordern. Sobald die angefordert sind, stellen wir die auch zur Verfügung. Auffällig viele Auszubildende sammeln sich ebenfalls am Morgen auf der Feuerwache. Sie bilden später den sogenannten ersten Abmarsch, also die Einsatzkräfte, welche als erstes ausrücken. Die eigentlich diensthabende Wachabteilung wird nicht in die Übung eingebunden, um den Grundschutz der Stadt weiter sicherzustellen. Geplant wurde die Übung seit Ende 2021 von 2 jungen Zugführern der Berufsfeuerwehr Krefeld zusammen mit der Betriebsfeuerwehr der Deutschen Bahn im Instandhaltungswerk Krefeld-Oppum. Mit der dortigen Betriebsfeuerwehr pflegt man in Krefeld eine enge Zusammenarbeit. Regelmäßig unterstützt die Betriebsfeuerwehr die kommunale Feuerwehr zum Beispiel bei Unwettern oder Einsätzen in Bahnhöfen. Ja, da gibt es ja auch vorgefertigte Pläne dazu. Das heißt, wenn wir Einsätze im Gleisbett haben, im Bahnhof oder auf der freien Strecke, dann kommt neben dem Notfallmanager auch immer die Betriebsfeuerwehr der Deutschen Bahn dazu, weil die entsprechenden technischen Hilfsmittel haben und auch entsprechende Kompetenzen, um dort sicher arbeiten zu können. Gegen kurz vor 10 Uhr spürt man eine gewisse Anspannung auf der Hauptfeuerwache. Zwar wurden die Einsatzkräfte im Vorfeld grob auf die Übung vorbereitet, doch wie bereits schon erwähnt, ist ein solches Szenario einmalig für die Krefelder Feuerwehr. Gegen kurz nach 10 Uhr ertönt dann der Alarmgong auf der Hauptfeuerwache. Einsatzübung Breitenbachstraße. Einsatz für den B-Dienst, für den ELW 1-2, für das HALIS 10-2, das HALIS 10-3, den RW Kran, den AB Bau, die Betriebsfeuerwehr Deutsche Bundesbahn, den RTW 10-1 und RTW 10-2. Einsatzübung Breitenbachstraße. Einsatz für den B-Dienst. Mit Sonderrechten rücken die Einsatzkräfte in das nahegelegene Werk der Deutschen Bahn aus. Vor Ort erwarten die Einsatzkräfte der Betriebsfeuerwehr bereits die kommunalen Retter. Gemeinsam beginnen die Führungskräfte eine Erkundung der Einsatzstelle. Erste Maßnahmen werden durch die Betriebsfeuerwehr eingeleitet, denn um sicher arbeiten zu können, muss die stromführende Oberleitung mit 15.000 Volt geerdet werden. Dabei setzt die Betriebsfeuerwehr die Technik ihres neuesten Einsatzfahrzeuges ein. Thank you.
Nachdem die Einsatzkräfte der Betriebsfeuerwehr die Oberleitung geerdet und die Besatzung der ersten Löschfahrzeuge einen Zugang zu den Personenwaggons gesichert haben, geht der Rettungsdienst zur medizinischen Sichtung vor. Rund 20 Verletzte gilt es nach Priorität zu kategorisieren. Dies ist nötig, da die Verletzten nur nach und nach gerettet werden können. Patienten mit lebensgefährlichen Verletzungen müssen dabei sofort befreit werden. Bei der Sichtung können aber auch mehrere leicht verletzte Personen aus den Waggons direkt rausgeführt werden. Mit Unterbaumaterial aus einem Abrollbehälter der Berufsfeuerwehr werden währenddessen die umgestürzten Waggons stabilisiert. Da schnell klar wird, dass die initial alarmierten Rettungskräfte nicht ausreichen werden, erhöht die Einsatzleitung das Alarmstichwort. Wir hatten aber auch alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, wir hatten Hilfsorganisationen, die als, zum Teil auch als Statisten gedient haben. Wir haben die Betriebsfeuerwehr von Siemens, also die ganze Blaulichtfamilie Krefelds war hier vertreten. Weil die Waggons im schwer zugänglichen Gelände entgleist sind und das technische Einsatzgerät sehr schwer ist, werden spezielle Rollwagen für die Schiene vom Rüstwagen der Berufsfeuerwehr entladen. Wir haben die Möglichkeit, mit diesen Schienenwagen Material einmal zur Einsatzstelle zu bringen, was ja oft sehr schwer ist, sehr umfangreich, sodass man da viel Zeit und auch Kraft sparen kann. Und zum anderen haben wir aber auch die Möglichkeit, wenn wir da Patienten haben, dass wir die mit diesen Hilfsmitteln auch entsprechend transportieren können und somit auch einen schnellen Abtransport aller Verletzten gewährleisten können. Nach der simulierten Erstversorgung der schwerer verletzten Personen im Zug können diese mit Spineboards aus dem Zug gerettet werden. Im Anschluss geht es mit den Schienentransportwagen zur weiteren Behandlung zu den bereitgestellten Rettungswagen. Da diese Übung aber vor allem die Rettung aus einem Zug simulieren soll, wird die weitere Versorgung und Transportorganisation der Verletzten nicht geprobt. Die Rettungsmaßnahmen dauern rund 2 Stunden. Wir haben einmal eine große Übung jetzt im Gesamten gespielt, das heißt mit 190 Beteiligten etwa. Jetzt im Nachgang werden wir eine Stationsausbildung machen, weil wir das als so wertvoll ansehen, dass möglichst jede Kraft auch mal an jede Stelle gebracht wird, um die verschiedenen technischen Möglichkeiten durchzuspielen. Das ist eine absolut einmalige Gelegenheit. Hoffentlich bleibt es auch eine einmalige Gelegenheit. Aber wir fühlen uns natürlich jetzt besser aufgestellt, wenn man das alles mal mit allen Beteiligten auch durchgespielt hat. Der Feuerwehrsprecher Christoph Manten zeigt sich im ersten Ansatz nach der Übung zufrieden. Auch wenn es sicherlich das ein oder andere aufzuarbeiten gilt, doch genau dafür sind solche Übungen eben auch da.